Wir würden dafür sorgen, dass kein Hund mehr beißt. Dabei ist das schlichtweg nichts anderes als, ja, den Bürger zu verschaukeln. Die vom Umweltministerium in der jährlichen Landeshundestatistik erhobenen Zahlen bestätigen eben die Erkenntnisse der Forschung. Jede Rasse hat Klasse. Es geht immer um das Ende der Leine. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Friedrich der Große sagte einst, Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen. Hunde sind mehr als nur Haustiere. Sie sind alltägliche Begleiter. Sie schenken unzähligen Menschen jeden Tag aufs Neue Freude. Sie sorgen dafür, dass Menschen vor die Tür gehen und sich bewegen. Sie sind für viele ein seelischer Halt, ein echter Freund, Teil ihrer Familie. Als blinde Hunde, Jagdhunde, Such- und Rettungshunde sowie Drogen- und Spürhunde erfüllen sie außerdem wichtige Aufgaben für unsere Gesellschaft. Dennoch besitzen wir in Nordrhein-Westfalen mit dem Landeshundegesetz ein mehr als 20 Jahre altes Regelwerk, das systematisch Hundehalter und einzelne Hunderassen diskriminiert, indem es zwischen vermeintlich gefährlichen und ungefährlichen Rassen unterscheidet. Und das geht tatsächlich auf einen sehr tragischen Fall aus Hamburg zurück. Und dennoch müssen wir darüber heute sprechen. Für eine Unterteilung in gefährliche und ungefährliche Hunde anhand ihrer Rassezugehörigkeit existiert nämlich keinerlei wissenschaftliche Evidenz. Im Gegenteil, ist sich die Forschung eigentlich einig. Entscheidend ist das Ende der Leine. Man gaukelt nämlich mit dieser Rasseliste der Bevölkerung vor, hier schlichtweg etwas wie Sicherheit. Wir würden dafür sorgen, dass kein Hund mehr beißt. Dabei ist das schlichtweg nichts anderes als, ja, den Bürger zu verschaukeln. Dieses Faktum findet seine Bestätigung schon in der Tatsache, dass die 13 Bundesländer, die über eine Rasseliste verfügen, völlig unterschiedliche Rassen als gefährlich aufführen. Darüber hinaus werden die neu in Deutschland zu findenden Rassen wie etwa der Cane Corso oder Kangal gar nicht auf solchen Listen geführt. Und aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, mein bereits 5 Monate alte Cane Corso zum damaligen Zeitpunkt, mein Ray, hatte ein so einen ausgeprägten Schutzinstinkt, dass ich sofort als Halterin selbst wusste, ich muss dafür sorgen, dass mein Hund vernünftig erzogen wird, sonst könnte er zu einer Gefahr werden. Mein Hund steht nicht auf der Rasseliste, aber ich kann Ihnen eins sagen, ob der Cane Corso sich festbeißt oder der Pitbull, das macht gar keinen Unterschied. Ich würde Ihnen sogar eher empfehlen, dass der Pitbull zubeißt als mein Cane Corso. Fakt ist also, dass wir auf Basis unserer großen Anfrage inzwischen ja auch Daten und Fakten zu der sogenannten Rasseliste jetzt auch vorliegen haben. Die vom Umweltministerium in der jährlichen Landeshundestatistik erhobenen Zahlen bestätigen eben die Erkenntnisse der Forschung. In der Landeshundestatistik von 2022 etwa weist der Dogo Canario bei Beißvorfällen mit Verletzung bei Menschen einen Wert von 2,5 pro 100 auf, während der Wert bei den als gefährlich geltenden Rassen beim Pitbull Terrier bei etwa 0,5 und beim Bull Terrier etwa bei sogar 0,0 liegt. Also nur mal so erwähnt. Im Durchschnitt liegt der Wert für all diese Arten und Kreuzungen von und mit ihnen bei 0,2. Wie einfach die Lösung sein kann, haben uns Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen und jetzt jüngst auch Brandenburg eben vorgemacht. Dort existiert keine Rasseliste mehr. Hunde, die auffälliges Verhalten zeigen, können durch eine Einzelfallprüfung zu gefährlichen Exemplaren erklärt und mit Auflagen in der Haltung versehen werden. Und ich sage Ihnen jetzt mal ganz ehrlich aus Gelsenkirchen, wie oft beobachte ich, dass beispielsweise der türkische Kangal in einer 50 Quadratmeter Wohnung gehalten wird, dass der Hund irgendwann durchdreht, ist selbsterklärend. Aber da kann ich nicht den Hund für verantwortlich machen, da muss ich den Halter für verantwortlich machen. Und das ist übrigens etwas, was zunehmend gerade passiert. Eben schlichtweg eine Haltung, die dem Hund nicht gerecht wird. Auch ganz typisch, wenn es darum geht, dass es bei Hunden Ausfällen gibt. Das wird mal gerne schlichtweg außer Acht gelassen. Der Vorteil unserer Ihnen hier heute vorgestellten Lösung ist, problematische Hunde werden aus dem Verkehr gezogen und Besitzer friedlicher Vertreter, und das ist die Mehrheit, friedlicher Vertreter werden nicht unnötig diskriminiert und belastet. Diese Regelungen bestehen seit Jahren und Jahrzehnten und haben nicht
zu einer Erhöhung der Beißvorfälle in den soeben genannten Bundesländern geführt. Wir alle wissen nämlich, und das ist tatsächlich auch heute ein persönliches Anliegen, und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meiner Fraktion, dass wir diesen Antrag auch einbringen dürfen. Wir alle wissen, was mit Hunden passiert, wenn sie ins Tierheim kommen und wenn es sich schlichtweg um diese sogenannten Kampfhunde handelt. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, lassen Sie uns die Diskriminierung von diesen sogenannten Rassehunden endlich beenden. Jede Rasse hat Klasse. Es geht immer um das Ende der Leine. Vielen Dank. Politik im Fokus. Politik Highlights Breaking News. Politik im Fokus.